über eine Autorin, die einen Klassiker geschrieben hat, Sturmhöhe im Original, Wuthering Heights. Und dieser Roman, respektive die Verfilmung, hat Kate Bush dann auch zu ihrem Hit Wuthering Heights inspiriert. Erst den Film geguckt, dann das Buch gelesen, dann Wuthering Heights geschrieben. Inspiriert von der Schriftstellerin Emily Bronte, verstorben vor 175 Jahren am 19. Dezember 1848. Der Stichtag von Katrin Krämer. Wie jedes Jahr an ihrem Geburtstag trägt Emily auch an diesem 30. Juli 1847 wieder ihre Hoffnungen und Wünsche für das kommende Lebensjahr in ihr Tagebuch ein. Heute wird sie 29 und sie hat noch viele Pläne. Ich habe gelernt, das Beste aus der Gegenwart zu machen und sehne mich nach der Zukunft. Mit der Unruhe, dass ich nicht alles so tun kann, wie ich will. Nur anderthalb Jahre später stirbt Emily Jane Bronte an Tuberkulose. Schon zwei ihrer Schwestern und ihre Mutter sind der tückischen Krankheit zum Opfer gefallen. Die Totengräber haben immer Gutes zu tun in dieser unwirtlichen Gegend. Und das Pfarrhaus der Familie Bronte liegt auf einer Anhöhe mitten im Hochmoor von North York, wo ständig ein eisiger Wind heult. Hier lebt Emily mit ihrem Vater, dem Bruder Branwell, sowie ihren Schwestern Charlotte und Anne. Patrick Bronte kümmert sich so gut es geht um Sohn und Töchter, ermöglicht allen eine gute Bildung, aber er ertränkt den Kummer um seine verstorbene Frau oft im Alkohol. Um der dann bedrückenden Atmosphäre zu Hause zu entkommen, streifen die Geschwister stundenlang durch die weite Moorlandschaft. Auf ihren Ausflügen erfinden sie Geschichten, die in geheimnisvoll exotischen Fantasiereichen spielen. Sie nennen sie Angria oder Gondel. Später schreiben die Schwestern Gedichte, die aber unter Pseudonym erscheinen. Kara, Alice und Acton Bell. Männliche Vornamen mit ihren eigenen Initialen. Als Kara Bell veröffentlicht Charlotte auch ihren Roman Jane Eyre. Anne als Acton Bell den Roman Agnes Grey und Emily als Alice Bell, wie die Schwestern im Jahr 1847, ihren Roman Wuthering Heights, Sturmhöhe. Es geht um unerwiderte und zerstörerische Liebe, um Ausgrenzung und Gewalt. Die düstere Atmosphäre der Handlung, die dämonisch gezeichneten Figuren und die kraftvolle Sprache sind wenig ladylike und weder mit den literarischen Konventionen noch Moralvorstellungen der viktorianischen Gesellschaft vereinbar. Die Öffentlichkeit ist außer sich. Hinter den geschlossenen Türen allerdings auch vor Begeisterung. X-mal wird die Skandalgeschichte, in deren Mittelpunkt der Außenseiter und rachsüchtige Heathcliff und seine große Liebe Catherine stehen, verfilmt. Heathcliff, lass uns verschwinden. Wann? Jetzt gleich. Die TV-Adaption der BBC von 1968 inspiriert Popstar Kate Bush zu ihrer Debütsingle Wuthering Heights, die 1977 erscheint. Charlotte Bronte beschreibt ihre zwei Jahre jüngere Schwester Emily als großmütig, aber auch jäh und hitzig und völlig unbeugsam. Vor allem aber gilt Emily Brontes Leidenschaft der Natur. Sie liebt lange Spaziergänge und den Umgang mit Tieren. Außerdem ist sie sehr sprachbegabt, lernt in der Schule Altgriechisch und Latein und während eines Aufenthalts in Brüssel Französisch. Emily arbeitet vorübergehend als Lehrerin und Gouvernante, kehrt aber heimwehgeplagt nach Yorkshire zurück. Hier wandert sie wieder alleine durchs Moor, träumt vielleicht auch von weiteren Romanen. Wuthering Heights bleibt aber ihr einziger, denn ihr Leben endet schon bald nach seiner Veröffentlichung, bald nach ihrem 30. Geburtstag. Gestorben ist Emily Bronte am 19. Dezember 1848, heute vor 175 Jahren.